Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Falls ihr euch gewundert habt, warum ich gerade mal kurz einen Schnitt machen musste, den hat man bestimmt gesehen kurz. Mein Webcam wurde mit aufgezeichnet, das ist mir gerade aufgefallen. Deswegen in den ersten 1,5 Folgen, glaube ich, ungefähr sind halt jetzt gewesen. Oben dann so ein schwarzes Kästchen war. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber ich habe keinen Bock, die ganze Aufnahme nochmal neu zu starten. Deswegen habe ich da einfach jetzt ein schwarzes Kästchen drüber gejagt. Und gut ist. Vögelchen, ein Reh. Aber damit können wir alles noch nichts anfangen. Also ich habe ja schon so Rise of the Tomb Raider gespielt. Oh Gott. Armer Kerl. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Ja, genau sofort. Ich habe ja schon so Rise of Tomb Raider angezockt. Das wird direkt nach Tomb Raider hier kommen. Weswegen ich natürlich so schon ja was vom Spiel kenne. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir oben hochkommen. Ich denke mal über diesen Ast da. Ist für mich zumindest das Logischste. Ich schaff das. Ja, der sieht aber auch nicht mal so frisch aus. Kollege, du brauchst nicht da so abzuhängen. Ich meine, abhängen ist heutzutage ein cooler Begriff, ne? Auch schon länger ein cooler Begriff. Aber man muss es nicht wortwörtlich nehmen. Oh, gib den her, Kollege. Der hängt an seinem Bogen.
Der ist tot. Der kann dir nichts mehr tun, Lara. Provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das denn noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Na, das sowieso. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Dann sollen wir auch Vögelchen nehmen. Da ist noch was drin, da ist ein Buch drin. Ja, da ist ein Buch drin, das will ich haben. Komm da hoch, Laura. So, wie komme ich da hin? Da. Da ist ein Buch. Ja. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Die Oni? Wer sind denn die Oni? Aus dem Tagebuch eines Soldaten. Er erwähnt Oni, Dämonen der japanischen Folklore. Folklore? Was könnte es wirklich gewesen sein? Ja, einfach nur seine wahnwitzige... Ich habe schon ein Buch. Ein Dokument habe ich hier schon vergessen. Scheiße. Scheiße. Da könnte ich mich jetzt gerade ein bisschen grün und schwarz drüber ärgern, ne, dass ich schon ein Buch vergessen habe. Ob man es glaubt oder nicht. So, gucken, wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube, wir sollen jetzt erstmal jagen. Was zu fressen besorgen. Da hinten haben wir doch einen Reh gesehen. Ist jetzt immer noch hier? Ne, scheiße. Müssen wir uns ein Vögelchen abschießen? Ich höre hier irgendwas laufen. Wo kriege ich was Essbares her? Ich versuche es gar nicht, erst einen fliegenden Vogel zu kriegen. Alles klar. Das müssen wir dann ein paar Mal machen. Na komm, hoch mit dir. Ja. Muss doch irgendwo was Essbares sein. Kann doch nicht sein. Da sind Pfeile. Nehmen wir mit. Wo ist der Reh da? Zack, Headshot. Zack, Headshot. Zwei Stück. Perfekt. Ups. Besser geht's nicht. Sind Hirsche, weil sie ja Hörner haben. Ah!
wenn es ums Überleben geht, kennt man keine Gnade. Okay, zurück zum Lager. Dich kann ich noch plündern, ne? Jawohl. So. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Da vorne muss ich hin. So, dann ist das, glaube ich, hier runter gewesen, ne? Ich will mich immer nur auf LB konzentrieren. Ich muss noch ein bisschen lernen, mich hier selber zu orientieren, wo ich ungefähr bin, die Karte zu lesen und dann mich da anhand der Karte und so zu orientieren. So. Fähigkeiten. Verwenden Sie die Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen auszuspüren. Gemeistert. Das können wir meistern. Was haben wir hier? Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller vorzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Rang 2 abgehärtet brauchen wir. Abgehärtet. Kartografie. Aber nicht hier drinne. Was nehmen wir denn überlebt? Verbessertes Bergen, durchsuchen Kisten und tun sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu halten. Das wäre nicht verkehrt. Die Tiger. Bergungsgut kriegen wir auch da. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Ich weiß jetzt nicht, wie knapp die Munition hier selber ist, aber ich halte das hier, glaube ich, für ganz sinnvoll. Mehr Bergungsgut. Weil Bergungsgut werden wir brauchen, um uns unsere Waffen weiter aufzupushen. Jäger-Upgrades. Aber hier abgehärtet drin. Ich weiß jetzt nicht, wo abgehärtet runter sein soll. Also die 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Ach, warte mal. Ach so. Wenn wir genug Fähigkeiten gemeistert haben, dann werden wir automatisch abgehärtet. Okay, alles klar. Okay. Okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Wenn die Batterie so lang hält. So. Den Berg hinauf. Wo wäre das denn? Da hinten irgendwie. Okay, dann versuch. Musik. Blinkt doch. Wo blinkt doch was? Wo ist doch was? Wo komme ich nicht da hoch? Dahin will ich jetzt erstmal. Also. Ich soll da Hallo? Vorne hin. Nein, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Da oben hat was geblinkt. Da will ich erstmal hin. Ich kann hier hoch. Da hat was geblinkt. Das will ich erstmal haben. Scheiße. Okay, alles klar, da. Pfeile, was ist das denn? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Hey, Geocaching.
Ist ja geil. Die Musik her. Gib mir die Fackeln, Maya. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. Also, ich hasse Spiele mit selbstschließenden Türen. Das ist nie gut. Wirklich nie. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was sind das für Zeichen? Ja, was ist das für Musik? Das klingt wie eine ziemlich okkulte Musik. Ah. Was mache ich bloß? So Ritualmusik hinten. Oh Gott. Das ist verrückt. Aber echt. EP bekommen. Okay. Hier haben wir auch noch was. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Okay. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Hm. Also, wenn man so guckt... Uah, hässlich. Wenn man von so innen reinguckt... sieht wie so ein so grinsender Smiley einfach nur aus. Mit Hörnern. Nicht mehr so wild. Eieiei. Aber trotzdem, was ist das hier? Was? Könnte ja zerstören. Ich kann wahrscheinlich hier vorne durch die Tür, ne? Genau. Ich brauche was zum Aufstemmen. Ja, habe ich leider noch nicht. Ich habe noch nichts zum Aufstemmen. Ist aber auch nur eine provisorische Axt, ne? Da kommt die Musik her. Kann ich kaputt machen? Ja, Gott sei Dank, danke. Ey, oh, die Musik hat mich jetzt genervt, ey. Da ging gar nicht. So, ziehen wir unsere Fackel mal wieder an. Komm. Danke. Komm, 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 komm. Geht doch. Die Fackel wieder her. Ich ahne nichts Gutes hier, ehrlich gesagt. So würde es mich nicht wundern, wenn gleich irgendwelche Ureinwohner hierher kommen gleich und Buka 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 machen. Na gut, wir werden wahrscheinlich ein Buka 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 machen, sondern Töti 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 Töti. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Und jetzt Buka Buka Buka. Ne, doch nicht. Okay. Ich habe irgendwie damit gerechnet. Hier irgendwas? Man muss klettern. Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs.